Tja, kennt ihr das? Das riecht förmlich nach Gewitter. Wir haben so spülwarme Luft den ganzen Nachmittag schon. Wir haben 26 bis 28 Grad ganz schwüle Luft gehabt. Und jetzt kühlt das so langsam ab. Das riecht praktisch nach Gewitter. Weit weg vom Ufer, weit weg vom Hafen. Nee, das muss ich nicht haben. Aber hier in der Nähe werde ich auf jeden Fall mal ein paar Würfe machen. Ich habe mir ein paar Seeringelwürmer geholt. Mal gucken, ob ich aktiv ein paar Platten überreden kann. Mal sehen, ob das klappt. So, ich suche mir jetzt hier einen sandigen Platz. Ich werde ganz flach angeln. Zumindest werde ich ganz flach anfangen. Hier ist nur Sand. Wassertiefe, ja, 3 Meter haben wir. Das ist so schlecht nicht. Ich fahre jetzt mal ein kleines Stückchen weiter. Guck mal, wo wir die Krautgrenze haben. Also hier ist immer noch Sand. Denn, ja, kaum Drift. Schauen wir mal. So, hier habe ich jetzt ein ganz klein bisschen Kraut ab und zu mal. Aber eigentlich, ja, hier beginnt das Kraut jetzt. Also hier bin ich jetzt ein Stückchen zu weit. Ich drehe um. Die Routen sind noch nicht fertig, weil ich ja was ganz anderes machen wollte. So, hier haben wir jetzt Kraut unterm Boot. Hier will ich nicht her. Nee? Also man sieht das vielleicht. Der ist ein bisschen dunkler geworden. Das heißt aber nicht, dass ich hier keine Platten fangen würde. Also das ist immer noch ein Grund, der eher ein Mischgrund ist. Das passt immer noch. So, jetzt langsam wieder sandig hier. Ich nehme mal den Gang raus. So. Jo. Sand, ganz bisschen Kraut ab und zu mal. Jo, mal gucken. Wir haben ja so gut wie gar keine Drift. Das heißt, ich werde mal aktiv angeln. Mal schauen, was bei rauskommt. So, ich habe mir ein bisschen Chiburashka-Kram mitgebracht. Und hier sieht man, glaube ich, so ein ganz klein bisschen, dass ich die Köpfe mal angemalt habe. Aber das ist, eigentlich ist das gar keine Farbe da drauf jetzt. Aber das ist so ein Marker mit ein bisschen Lockstoff drauf. Ich mache das mal ein bisschen mehr drauf. Dann ist das so ein bisschen gelb. Meine Finger stinken jetzt wie Sau. Das macht gar nichts. So, einer. Und dann nehme ich mir hier noch so ein. Ja, 20 Gramm ist bei der. Das ist ein bisschen viel. Und dann noch so ein. So. Jetzt brauchen wir Haken. Ich habe hier jede Menge Haken. Ich glaube, ich nehme so einen Zweierhaken. Beim Chiburashka-Angeln ist es ja immer wichtig, dass man bei dem Hakenöhr ein nicht zu kleines Hakenöhr hat. Und das werde ich jetzt hier mal ausprobieren, ob das ausreichend ist, dieses Hakenöhr hier. Scheinbar ja. Ich glaube schon, dass das genügt. Da habe ich mir übrigens mal eine Form für gekauft. So sieht das jetzt aus. Und da kommt jetzt ein Seeringelwurm rauf.
Geangelt habe ich dann mit zwei Ruten. Eine Rute habe ich schräge gegen die Driftrichtung geworfen. Dann habe ich die zweite Rute genommen und habe sie genau gegen die Driftrichtung ausgeworfen. Mit dieser Rute habe ich dann aktiv zum Boot gejiggt. Wenn ich mit dem Köder am Boot angekommen war, warf ich die Rute dann aus und nahm die zuvor abgelegte Rute zum Jiggen in die Hand. So gab es für mich immer wieder einen Wechsel zwischen den beiden Routen, aber auch einen Wechsel zwischen kurz abgelegt und aktiv geangelt. Hätte ich vorher gewusst, wie gut die Plattfische an diesem Tag beißen, wie genau ich in die Heimat der Platten gefahren war, hätte ich mir die inaktive Route wirklich sparen können. Es gab einfach genug Bisse. Da, Biss. Es kommt eine schöne Platte. Ja, herrlich. Super Fisch. Die Rute geht raus. Wird weiter gefischt. Den nächsten Biss mal mit der anderen Kamera gefilmt. Den Wurm langsam über Grund gezupft, bringt das richtig Spaß. Wer denkt, dass die Platten da nur so ein bisschen dran rumnuckeln, der täuscht sich. Die saugen sich die Würmer richtig rein und der Biss der Platten, der kommt richtig gut durch. Nach der zuvor gefangenen Flunder habe ich dann hier eine Scholle gefangen. Obwohl es nun langsam Ende Mai ist, waren die immer noch sehr dünn. Was ist das? Nächste Biss oder? Ja. Ja, der nächste Fisch. Jetzt habe ich die Tiefe gefunden. Normalerweise müsste ich jetzt hier den Anker werfen. Da kommt der nächste. Und eine Scholle. Klasse. Und auch wieder vorne gehakt. Durch den sofortigen Anhieb sind die Fische meistens vorne gehakt und können, wenn sie zu dünn sind, problemlos zurückgesetzt werden. Ach, Biss. Ich glaube, ich habe wieder Biss. Na, kommt der nochmal wieder? Jawohl! Und das ist ein schöner Biss. Klasse. Aktiv mit Seeringelwurm und Chebourashka. Bringt Spaß. Die gehen auch richtig schön in die Rute. Da kommt der Strufbutt. Schöner Strufbutt. Und immer vorne gehakt. Wenn man kleinere Fische fängt, kann man die wirklich wieder zurücksetzen. Also ist wirklich meistens immer vorne gehakt. Ganz große Würmer habe ich gefunden, die habe ich mir wieder selber geholt. Und die nehme ich dann zum ganz neu bestecken. Und zum Nachstecken hier nehme ich kleine Würmer. Da ist. Ist das geil. Das ist jetzt mal ein kleiner. Und eine kleine Klische. Und auch der hat super vorne gehakt. Und da kann man diese kleine Klische ganz leicht aushaken. Und die darf wieder schwimmen. So einfach geht das. Und da kommt schon der nächste Biss. Jawohl. Warum nehme ich beim aktiven Angeln keine Wattwürmer? Ganz einfach, weil der Seeringelwurm widerstandsfähiger ist und das viele Werfen und Zupfen viel besser übersteht wie ein Wattwurm. Eine große Klische. Naja, eine größere Klische.
Das Angeln brachte wirklich viel Spaß, aber trotzdem musste ich das Wetter weiterhin im Auge behalten. Und wenn man hier hinguckt, dann haut sich über Kiel doch was zusammen. Und letztendlich sollte ich recht behalten, es roch nach Gewitter. Das waren wohl auch die vielen Bisse, die ich hatte. Der Kleine, der ist aber wirklich sehr, sehr klein. Aber auch der geht natürlich super gut ab. Kleiner Strufbutt. Auf Wiedersehen. Biss. Was kommt jetzt? Strufbutt. Bei dem nächsten Fisch kann man das Zupfen und den Biss sehr schön sehen. Da, Biss. Guter Biss. Da, Biss. Guter Fisch. Und jawohl. So, da hinten zieht das jetzt sehr, sehr dunkel hoch, wie ich schon vermutet habe. Und ich werde nur noch einen Moment weitermachen und dann flüchte ich erstmal in den Hafen. Weil das sieht mir zu dunkel aus. Eine kleine Klische darf wieder schwimmen. Ganz vorne gehakt, wie ich gesagt habe. Darf der Fisch wieder schwimmen. So, und da höre ich das Donnern und das bedeutet für mich Schluss. Ab in den Hafen. Ich habe es geahnt. Da wird jetzt auch gar nicht lange rumgezetert. Das gibt eine Flucht. Das war's, das Gewitter ist da. Ich werde gleich einen nassen Arsch kriegen, deswegen mache ich jetzt aus und räume alles zusammen. Das war ja ziemlich erfolgreich und ich bin echt zufrieden. Das hat gut geklappt. Cheburashka, Seeringelwurm.